Liebe Pinker Leser und Zuschauer, seit unserer letzten Nordmeer-Produktion, Norwegen 2, ist nun eine ganze Zeit ins Land gegangen und wir haben uns um viele andere Projekte gekümmert. Ihr habt ja mittlerweile auch zwei DVDs im Blinker von uns gesehen, ebenso von Arne Seiberlich von der Firma Life & Nature, der ebenfalls schon zwei Stück jetzt rausgebracht hat im Blinker und weitere werden in diesem Jahr und im nächsten Jahr folgen. Ja, wir befinden uns hier für unser neues Projekt, bei dem wir uns zusammengetan haben, in Island. Und zeitgleich, während wir uns hier aufhalten, wird der renommierte Diver Cup nun zum vierten Mal hier ausgetragen. Und da kann uns der Arne, der ja auch Teamangler im Diver Cormoran Team ist, etwas mehr zu sagen können. Ja, der Diver Cup findet hier jetzt zum vierten Mal statt. Jeweils in Sudereri und Flattery. Ich bin hier das dritte Mal vor Ort, war damals sogar live dabei, als der 175 Kilo Heilbutt von André Rossert gefangen worden ist. Ich hoffe, dass wir wieder das Glück haben, bei unserer kleinen Berichterstattung für den Blinker, dass da vielleicht nochmal ein ähnlicher Fisch überlistet wird. Es werden ja immer wieder große Dorsche hier gefangen, große Butte gefangen. Ich glaube, dieses Jahr, was wir bisher so gehört haben, sind ja schon drei gute Butts überlistet worden. Ja, ich glaube sogar vier oder fünf, weil man von Einheimischen haben ja auch Einheimische, wenn wir die dazu ein paar zählen, schöne Fische gezogen noch. Mit den Langleinen. Also große Butte sind hier vor Ort. Ich bin gespannt, was passieren wird. Ich denke, das wird eine schöne Berichterstattung für euch werden. Täglich berichtet ja Vöglers Angelreisen schriftlich und per Foto. Wir werden versuchen, die Fänger, wenn sie denn große Fische gefangen haben, zu interviewen. Vielleicht auch den einen oder anderen Fisch bei der Wiegerei, die hier jeden Morgen stattfindet. Muss ja alles überprüft werden, ob die Gewichte auch stimmen. Ja, werden versuchen, vielleicht nochmal ein Interview von den Fängern zu bekommen. Vielleicht, wir werden uns natürlich auch oft draußen vor Ort befinden, selber fischen. Wir haben ja unser Filmprojekt. Vielleicht haben wir das Glück, sogar den einen oder anderen Drill mit zu filmen. Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir das alles sauber über die Bühne kriegen. Ne? Auf jeden Fall gibt es ein paar interessante Szenen vom Drumherum, von Fischen draußen auf dem Boden, von der Siegerehrung dann ganz zum Schluss. Also immer wieder reinklicken hier auf www.blinker.de.